Okay, ich habe gerade mitbekommen im Gildenchat, dass aus diesen Enko-Kisten tatsächlich Beherwaffen rauskommen. Ich dachte mir, das nehme ich einfach mal schnell auf. Diese Dinger da, wir haben jetzt genau 20, oder? Ne, 24. Wir kaufen uns einfach hier 20 von diesen Boxen. Ich bin mittlerweile am Punkt, wo ich wirklich sage, es ist mir eigentlich mittlerweile egal. ich meine, was soll ich sagen? Das Ding ist halt so, ich droppe halt einfach nichts. Deswegen, ich muss halt den Weg gehen. Ich weiß, also, mir wird es auch nicht gefallen, das ist mir klar. Das gefällt mir persönlich auch nicht. Ich würde halt das ganz gerne lieber selbst droppen und halt nicht mit Donates kaufen. Das Problem ist aber, Alter, ich kriege wirklich ein B-Schild, das gibt es doch gar nicht. Naja, das Problem ist aber, dass ich ja halt immer weiter zurückfall und hier irgendwie noch Content zu bringen, ist natürlich dann auch irgendwann relativ schwer. Also ich weiß nicht, ob es hier nur diese Schilde gibt, weil alles, was ich bisher gesehen oder gelesen habe, wann hat, dass es Schilde gibt. Kann auch sein, dass es halt jetzt keine Möglichkeit gibt, jetzt irgendwie an andere Sachen ranzukommen. Das ist möglich, weiß ich nicht. Beherjojo, okay. Ich dachte mir gerade, die haben 100% Rolls. Boah, krass, okay. Also ich bin jetzt hier kein Fan von, das muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich halt einfach nicht geil. Ich meine, ich würde mich zwar freuen, wenn ich eine Axt kriegen würde, aber so die Art und Weise, wie das halt hier gerade so abgeht, das finde ich halt echt nicht geil. 4 Waffen. Ja, also ich meine, als normaler Spieler, wenn du jetzt halt das Ganze hier kaufen müsstest, dann glaube ich, holy shit, da wäre man... Wir haben ziemlich aufgeschmissen, sagen wir so. Und, ich meine, ja, hier ein Bogen. Also, ich weiß nicht, warum es existiert. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht geil, ich finde es nicht gut. Kann ich nicht nachvollziehen. So, jetzt haben wir drei BH-Sachen bekommen aus 24 Dingen. Wo ich jetzt sagen muss, also das... Ja, es grenzt halt wirklich an Pay-to-Win einfach. Weil natürlich, die anderen Waffen, die sind einigermaßen verfügbar. Aber wenn man es halt gleich spielt und es halt keine Äxte und auch keine Schwerter auf dem Markt gibt und man die halt nahezu unmöglich droppen kann selbst, dann ist es halt schon irgendwie Pay-to-Win. Also ich meine, es gab ja auch solche Server, die halt minimale Chancen irgendwie auf Donate-Punkte hatten, also dass die droppbar waren. Und für die Donates gab es dann wirklich richtig kranke Sachen, also halt auch so Donate-Waffen und so weiter. Das war halt effektiv auch Pay-to-Win, auch wenn man die irgendwie theoretisch droppen konnte. Und hier ist es halt genauso, die BH-Waffen droppen halt theoretisch, aber effektiv halt die Waffe für sich selbst zu droppen, das ist halt nahezu unmöglich irgendwie. Also, ich kenne ja kaum Leute, die wirklich für sich selbst die Waffen gedroppt haben. Das ist halt echt irre. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin aktuell echt gar nicht mehr so positiv eingestellt gegenüber dem Server momentan. Also sehr viele fragliche Sachen auf alle Fälle. Aber naja. Ich mache jetzt mal 3 B-Runs. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich diese blöden Äxte kriege. Ansonsten werde ich einfach weiter diese Boxen aufmachen. Weil ich einfach wirklich sage, mittlerweile scheiß drauf. An jedem Tag, nämlich halt jetzt keine B-Waffen habe, kann ich halt diese anderen Sachen nicht farmen. Und das macht mich halt gerade echt ziemlich irre. Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, also wenn dieses Video herauskommt, habe ich wahrscheinlich schon B-Waffen. Weil allein die letzten 2 Stunden Leveln sind dann irgendwie ungefähr 6 Folgen, also 6 Tage. Und deswegen, ja, genau. So, folgende Situation. Ich bin mit der Situation übrigens absolut unzufrieden und wirklich maximal unzufrieden. Jetzt habe ich eine BH-Axt bekommen aus diesen blöden Boxen und ich habe die halt eigentlich nur bekommen, im Prinzip, weil ich halt die Donate-Punkte habe und halt eben diese Boxen aufmachen kann. Ja, es ist nicht so, wie ich es mir gedacht hätte, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich
naja, vielleicht einfach den Run mit aufnehmen, wo ich die droppe und so. Und dann kann ich euch zeigen, so, hey, ich bin hier rein, hab die Axt gedroppt. Aber in Wirklichkeit bin ich einfach jetzt nur hier durch die Gegend gelaufen, hab einfach die Boxen angesammelt, hab die Keys benutzt und hab eine BH-Axt bekommen. Und, also Attack Roll ist halt auch noch, Alter, die Rolls. Heilige Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ja, also, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin echt unzufrieden mit dem Ganzen aktuell. Also, es fühlt sich halt einfach so ein bisschen an wie Cheaten. Das muss ich halt einfach so sagen. Also normalerweise, unter normalen Umständen, hätte ich halt nie so viele Donate-Punkte. Oder halt zumindest nie so viele gekauft. Ich meine, jetzt mal so umgerechnet, also ich weiß es nicht genau, wie viel das 10.000 Donate-Coins jetzt hier sind. Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich glaube, diese Schlüssel habe ich jetzt ungefähr, wie viele Schlüssel habe ich gekauft? Ich würde mal sagen, so 40 ungefähr. 40 habe ich gekauft, dann habe ich 2, beziehungsweise glaube ich die dritte Waffe war das, die ich gerade rausbekommen habe. Ne, die vierte sogar schon, vierte, sorry. Also 40 Schlüssel, 4 Waffen waren das jetzt. Hätte ich natürlich nie gemacht. Einfach absolut nicht, das, also, einfach nee. ich kann mal kurz nachschauen, also ich glaube, ich will nur kurz ausrechnen, wie viel das sich das gekostet hat. Wir gehen jetzt hier vom billigen Preis von 1200. So, wie viel kostet ein Season Pass? Da weiß ich noch nicht, wie viel Euro das sind. Season Pass kostet, Alter, 400. 400 Coins sind, ich glaube, 12 Euro. Das heißt, 400 Coins mal 3. Das waren 36 Euro. 36 mal 4. Alter. Also, ich glaube, ihr seht, was ich damit sagen will, oder? Unter normalen Umständen wäre das halt nie möglich gewesen, so für mich. Ich hätte niemals diese Boxen jetzt hier aufmachen können, um halt ein Ding zu kriegen. Also, das wäre einfach nicht drin gewesen. Das hätte ich einfach nicht gemacht. Das sind einfach über 100 Euro an Wert. Und beim besten Willen, das würde wahrscheinlich kaum jemand machen, das wird keiner machen. Und ja, das Problem ist einfach, die Dropraten sind so niedrig. Aber andererseits gibt es da so diese Dinger, wo man halt dann so weiß, okay, hey, du kannst die auch mit Echtgeld öffnen. Also da muss ich halt echt sagen, das finde ich halt wirklich, wirklich schlecht einfach. So, ich weiß, so ein Server muss Geld verdienen und so, aber das grenzt halt schon wirklich, eigentlich ans alte Dragon Cross irgendwie so. Man hat wirklich Donate-Waffen, halt die besten Waffen, hat man halt damals mit Echtgeld gekauft. Ich glaube, die haben damals irgendwie 30 oder 25 Euro so gekostet. Und Blade-Waffen halt dann zweimal. Das Ding ist, warum ich halt einen Vergleich ziehe, ist ganz einfach, denn ich kann nicht mehr viel höher. Also ich habe im Prinzip fast alles, was geht, geupt und so weiter. Fire Eye, Alter, jetzt klappt es hier mal wirklich. Die große Sache hier ist allerdings, ich müsste eine BH-Waffe kriegen, um die höheren Dungeons zu farmen. Wisst ihr? Und ohne eine BH-Waffe komme ich da nicht rein. Und wie wir alle wissen, so eine Season läuft halt so 2 Monate vielleicht, wenn es gut läuft. Das erste Monat ist jetzt schon um. Und wenn ich jetzt hier 1 oder gar 2 Wochen brauche für eine BH-Waffe und erst dann anfangen kann, die Sachen zu farmen, dann brauche ich nicht mehr anfangen. Dann ist die Season für mich gelaufen. Und so muss ich halt, oder hätte ich halt zumindest als Spieler, der jetzt selbst dafür zahlen muss, ja im Prinzip halt donaten müssen, halt über 100 Euro ausgeben müssen, damit ich halt so eine BH-Waffe kriege. Und ich meine, das eine ist, dass es halt generell so eine Mechanik gibt, weil ich meine, diese Boxen kriegt man hier en masse. Gut, wir haben jetzt aktuell keine gedroppt bisher wieder, aber pro Run kriegt man so 2 bis 3 ungefähr. Und ich kill es gar nicht mal alle. Es ist einfach mal nur der Fakt, dass man die dadurch halt gefühlt am öftersten bekommt und nicht durch Behemoth-Killen. Und die zweite Sache ist einfach so der Preis. Also das ist halt nicht mal nur so, dass man sagen kann, okay, dann habe ich halt dafür jetzt irgendwie 10 oder vielleicht sogar 20 Euro ausgegeben, um an eine BH-Waffe zu kommen. Was schon schlimm genug wäre. Ich meine, es sind nicht mal die Endgame-Waffen oder so. Und es ist halt wirklich da so, ja, es ist halt so ein
wie nennt man das? Nicht eine Paywall, aber ja, schon so eine Paywall im Prinzip. Also, ich habe jetzt gerade nicht den richtigen Begriff dafür. Jedenfalls, wenn du halt eine Klasse spielst, oder auch vielleicht schon ein bisschen später in der Season dran bist. Hier zum Beispiel, es gibt ja keine B-Waffe mehr im Angebot. Dann musst du halt wirklich. Dann musst du wirklich reinpayen, um dann halt noch irgendwie an eine B-Waffe zu kommen im Prinzip. Weil, ich meine, die Dropchancen hier, die sind Müll. Die sind halt wirklich. Also, die Dropchancen sind Dreck. Ohne Witz. Wir haben jetzt zweimal oder dreimal oder so. Mit der ganzen Party gefarmt, 7, 8 Leute waren drin. Wir haben sogar, glaube ich, auf Hard haben wir gespielt, beziehungsweise einmal sogar auf Hell, glaube ich. Wir waren mit 8 Leuten drin, haben jeweils 3 Behemoths pro Run gekillt, 3 Runs immer. Und wir haben halt wirklich effektiv nichts gedroppt. Also hier und da mal vielleicht eine Waffe, okay, aber ich meine, wenn man jetzt mit 2 oder sogar 3 Blades ist, braucht man 6 Waffen. Das kannst du halt einfach nicht farmen. Also Dropraten sind einfach ein Witz. Ich meine, ich schaute hier auch schon jeden Tag nach B-Waffen und keiner meldet sich einfach. Also, es gibt einfach keine. Das Zeug wird nicht mehr gefarmt, weil die Preise halt im Keller sind. Der ganze Markt ist halt im Keller. Ich denke auch mal, dass der Item-Shop und dieser Item-Market da sein zusätzlicher tut, dass man einfach die Preise sehen kann. Das hat auf CW-Flife halt schon leider, muss man sagen, nicht funktioniert, weil dann einfach die Preise dann immer wieder undercuttet werden. Ja, hier, Kalgas Helm, 70 Mille, das ist halt ein Witz, effektiv. Hier in B-Herbuck, schau dir mal den Effekt an, für einen Perin. Und es ist nicht, weil die Waffen jetzt so oft droppen oder so. Hier, die Bloody Dragon-Waffen, die sind halt noch was wert, aber halt auch nur aktuell. Nächste Woche sind die wahrscheinlich auch schon wieder viel weniger wert. Aber ja, so wünscht man sich das Ganze. Man geht rein, man profitiert dafür. Aber wir haben teilweise 3 Runs gemacht mit allen Leuten, mit 8 Leuten und haben eine Waffe gedroppt, die dann 5 Perien wert war. Geil. Geil, einfach geil. Da kriegt man einfach Bock, mehr Dungeons zu farmen. Nee, also natürlich nicht. Das ist halt, das lohnt sich einfach nicht. Die Dungeons zu machen, lohnt sich nicht. Und deswegen macht es auch keinen. Deswegen gibt es auch keine Beherwaffen. Und deswegen müssen wir dazu solchen Mitteln greifen. Aber halt, wie gesagt, das irgendwie 130 Euro so dafür zu verlangen, das ist halt geisteskrank. Das ist sogar mehr, 150 Euro fast. Also das ist halt krank. Das kann es halt nicht sein. Und da muss man halt irgendwo anders ansetzen. Und ich meine, ich verstehe, wenn es halt Leute sagen so, ja, man kommt doch daran, man kann ja doch einfach diese Schlüssel kaufen und so. Ich meine, ja, aber das kann halt nicht die Lösung sein. Das kann und darf halt einfach nicht die Lösung sein. Das ist halt einfach, beschissen. Also da muss es halt irgendeine Lösung geben, damit man halt, ich sage jetzt wirklich mal, ordentlich da dran kommt. Damit man halt, ja, damit das halt ordentlich funktioniert. Weil so aktuell, sorry, aber ich meine, ihr seht hier, ich traue wieder in der Enku-Box. Ja, ich kann mit diesen sündhaft teuren Schlüsseln wieder was aufmachen. Das waren übrigens gerade 4 Euro ungefähr. So, jetzt reset ich mal komplett auf SCR. Vielleicht nämlich kann ich jetzt sogar. Ja, ich glaube, ich kann hier. Ich müsste hier sogar. Warum habe ich auf einmal so viel. Oh Gott, so viel AOE-Damage. So krass. Ja, hier kommt ein Biermat raus. Ach nee, jetzt hat er auch noch ein anderes Element. Warum hat denn jetzt ein anderes Element? Nee, das ist das richtige Element. Alles gut. Also ich weiß nicht, ich hoffe zumindest. Hat er gerade mein Ding getriggert? Oh Gott, ja, ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Ich mache jetzt. Der hat wirklich viel HP. Also im Solo, glaube ich, wird das halt ziemlich schwierig. Ich meine, ich habe jetzt meine B-Axt zumindest und bin damit halt super happy, weil endlich kann ich damit ein bisschen weiterfarmen und habe jetzt auch viel mehr Schaden als vorher. Ich meine, allein der Effekt ist halt auch krass und so. Aber ja, das Problem ist halt, wie ich schon gerade erwähnt habe, dass man halt so ein bisschen gelockt ist hier, dass man halt eben nicht weiterkommt. Ja, aber jetzt, so zumindest läuft es dann. Na gut, also ich fahre mir noch ein bisschen weiter offscreen. Ich will sie nicht zu viel ohne euch farmen zwar, aber ich will es halt auch nicht alles immer zeigen. Das ist halt auch ein bisschen lame, glaube ich. Deswegen an der Stelle danke fürs Zuschauen und bis bald.